Lücke und ich möchte euch recht herzlich im Namen des Vorstandes 1000 Jahre Lemberg zum Jubiläumsumzug begrüßen. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Im Anschluss darf ich begrüßen Herrn Ferdinand von Lemberg für den 125 Jahre Schloss. Es folgt weitere Reiter des Vereins und Tutsch den ehemaligen Reiter. Auch die Jugendabteilung ist vertreten.
Erwin Dorsen, ebenfalls unter der Leitung von Oliver.
Wert mit der letzten im Jahr 1914 über Mittelgang von Hegel. Der Gründung des Mutterbereichs 1865. Familie, Mutter Teresa. Die Frauenbundesliga 1989. Die erste Kanzlerin Frau Merkel. Bis ins Jahr 2017 die Diane Steinhaus als der ersten Bundesliga-Schiedsrichterin. Aber auch ein paar Kröger sind.
Regierung Zoll, die in Bosnien gewandert war, aber in guter Weise wurde schwer verletzt und erlag später seine Verletzung. Gut, dass wir heute ohne Zoll über die Brücke fahren können. Der Bürgermeister Tobias Schokow hat beruhigt heute die Zirkung. Als nächstes sehen wir unsere Regenauer, die am letzten Freitag eine sensationelle Show hingelegt haben. Kommen wir aus der Zellische Kräuterhexen. Im 14. Jahrhundert wurde ihnen unterstellt, für brennende Säugen und Hungersnöte verantwortlich zu sein. Das kann man bei den netten Erscheinungen hier kaum glauben. Heute würde man vielleicht sagen, die waren gut von jetzt und zeigen uns, dass starke Medizin ist und Kräuter als Likör, dass man heute auch als Likör trinken kann. Kommen wir nun zur Schutzkapelle, gerade herzlich willkommen, Schutzkapelle gerade unter der Leitung von Ludwig Sockerberg und die Main Ulrich, Green Pipes and Grass, unter der Leitung von Schaufei. Ein Zauberkrank, ein Wodka Kirsch und Lemberger Topfen und schmückt jedes Jahr mit Stolz und wurde laute Brücke und Schütten fest. Verliebt kann es auch von den Zauberkrank nehmen, dass er nicht bis in Not schafft. Oder an Warnung und Wohnen hast du noch gestanden, so. Denn noch eine Vorbestand gehabt, die wichtig und dann nicht. So, Zugstation. Die Jan-Bot-Bäcker, Lippeck, Hüllt, Wald und Hörerklang. Unter der Leitung von Hubert Gerling. Moderne Anlagen sind aus Glücksfingern immer wieder gern gesehen.
einen historischen Krähenwitter aus dem Jahre 1948, gezogen vom Holter Reitschlepper mit CPS, der in diesem Jahr 15 Jahren ein Pferd besitzen soll. Im Anschluss der Dreschkasten aus dem Jahr 1949, womit das zuvor vor mehr oder weniger gemeldet Getreide später in den Scheunen der Bauern gerost wurde. Gezogen vom Hanomag, R 324, Baujahr 59. Und es geht weiter mit dem einen historischen Schnurzkalle mit Vorderhaken. Dieser dient zur Entlastung des Pferderückens. Hier mit Getreidesäkulat auf dem Ort vorne auf der Schnurzkalle kommt Erdhelfer mitfahren. Gezogen vom Kent Gerätewecker, Baujahr 64. Wir begrüßen auch recht herzlich die Pferde und die Frau, die uns sicherlich gleich mal einschütten werden. Im Anschluss der Heimatverein Rindbeck, Motto von Korn zu Brot, man die Gaben, Windfinger und Makro, ebenso Frauen mit Stoß und Winterarm, Dreschwedel und die Bäcker. Zu Buch laufen die Gruppen des Heimatvereins, Bauerngarten, Wandergruppe, Radgruppe. Wurde der Verein in der Gaststätte Kusanne Mülling gegründet.
Skilot war 1935 an der Schulstraße. Der erste Platz war 1970, 1985 der Arzt und nun ein Kunstrasen. Weitere Abteilungen sind Reitsport, Leichtathletik und Radsport. Dieser Weg ist heute weg. Begrüßt hier den Nachbarn und Bewohner, Kiesverein, SSCLW 1958 e.V. Ja, der Schießverein, seine Stadt für Luftprogramm für dieses Jahr und der elektronische Stellung vor. Die Vorbereitung ist sehr gut. Die Anzug, die Lobotung, die Kontrolle. Lebt wohl, junger Mann. Lebe, was früher gekauft ist, ein Mann. Die Regnerschwurte wollen die Blockierung von der Rebkolonie sein. Lebe, sorgen an die Vermögen und Frieden für die Vermögen. Jetzt sehen wir den Wagen der Bauernschaft Specking. Ich stelle den Speckinger Steinbruch vor. Er ist ein Teil der Mondmark. Die Aufbauten und den Festmark lassen die schwere körperliche Arbeit bei der Gewinnung der Steine erahnen. Schon um das Jahr 1000 wurde mit Sandstein aus dem Speckis der Vorläufer des heutigen Schlosses als Turmhügel gebaut. Weiter wurde auch unsere Kirche und die Rhein-Neckar-Kirche für diesen Stein erbaut. Als nächstes die Gemeinde St. Laurentius. 800 Jahre St. Laurentius. Auf die Bitte des Pastors Alfred Crossing hat man Fahre dieses originale Gebäudemodell der Laurentius-Kirche nachgebaut. Den ganzen Winter hat er in seinem Keller verbracht und mit Hilfe von Hans Miau und Martin Hondl die Stollen rechtfertigte. Das Modell kann noch viele Wochen in unserer Kirche beschaut werden. Nicht nur Pastor Gott ist von dem Modell total begeistert. Weiter drehen wir den Kirchenvorstand, den Pfarrerbeirat und den Gemeindeausschuss. Begrüßt euch noch recht herzlich die Bauernschaft Westdorf. Sie bilden die Westdorfer Schule nach. Die Schule wurde 1906 eingeweiht. Es gab eine Unterklasse und eine Oberklasse für je einen Lehrer. Lehrer Heinrich, Lehrer Kalt, Lehrer Scher, Roland Lukowski, Roland Schmidt, Holger Martin Jakob. Auf dem Festtag wird eine Rechtsstunde mit Tabakus gezeigt, die Fotos an den Seiten mit historischen Fotos der Originalschule. Am Ofen der Sonntag-Bier-Bußmann-Kreiszone wurde die Luft getrocknet, die vom Teils-Land-Schulweg durch Morast und Schnee durch Festmark. 1966 wurde die Schule geschlossen.